Hallo und herzlich willkommen bei Museum Öffne Dich. Heute bin ich im Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen-Schwenningen, genauer gesagt im Franziskanermuseum Villingen. Und dort treffe ich Museumsleiterin Anita Auer, die uns die Schwarzwald-Sammlung vorstellen wird. Oskar Spiegelhalter, wer war das? Oskar Spiegelhalter war ein Uhrenfabrikant aus Lenzkirch. Und am Anfang seiner Tätigkeit war er Handlungsreisender, besuchte die Hauptstädte Europas und dort auch die Museen und beschloss dann, etwas Ähnliches für den Schwarzwald zu machen, also Bauernmöbel, Trachten, Glas, Strohflechterei. Die Schwarzwaldsammlung, was sehen wir hier und was ist das Besondere daran? Wir stehen jetzt in der Glasabteilung und sehen unterschiedliche Gläser, die sehr schön und ästhetisch präsentiert sind. Sie glitzern und funkeln. Und ich denke, dass es dem Sammler Oskar Spiegelhalter so sehr gut gefallen hätte, denn er war ein ästhetisch sensibler Mensch. Und das Besondere hier bei uns ist, dass wir auch den Nachlass von Oskar Spiegelhalter haben und damit Hinweise darauf, wie er gesammelt hat, wer ihm beim Sammeln geholfen hat. Und dadurch wird auch der Mensch Oskar Spiegelhalter greifbar. Haben Sie ein Lieblingsobjekt in der Sammlung? Ich habe mehrere Lieblingsobjekte. Eines davon ist der sogenannte Kiepenmann. Der steht auf einem Kästchen. Und im Streiflicht sieht man, da steht drauf, Bedienung, bitte ziehen. Das heißt, der Kiepenmann stand in der Gastwirtschaft und wenn der Kunde dran gezogen hat, ertönte eine Glocke und der Kiepenmann fällt nach vorne. Das heißt, der Kunde erschrickt, um dann auch wahrscheinlich aufzulachen. Und das zeigt, dass Spiegelhalter durchaus Humor hatte. Er fand das witzig, diesen Kiepenmann. Was können wir sonst noch im Museum entdecken? Die übrigen Abteilungen sind das keltische Fürstengrab Magdalenenberg mit der größten hallstattzeitlichen Grabkammer Mitteleuropas aus der Zeit 616 vor Christus und die stadtgeschichtliche Abteilung, deren Höhepunkte sind die mittelalterlichen Bildteppiche aus dem Kloster St. Ursula. Ein Haus mit ganz vielfältigen Themen. Am besten kommt ihr selbst auf einen Besuch vorbei und überzeugt euch. Tschüss!